Hallo und herzlich willkommen zu einem News-Video von Jurassic World Evolution 2. Denn es ist ein neues Update rausgekommen, und zwar das Update 1.4.4. Und dieses beinhaltet ja hauptsächlich Bugfixes. Aber auf diese möchte ich gar nicht so genau in diesem Video eingehen, denn ich möchte euch lieber mal zeigen, was wir so Neues im Sandkastenmodus bekommen. Denn ich befinde mich hier gerade auf der Biosyn Valley-Karte. Und hier wurde das Baumset geändert. Deswegen mache ich mal hier schnell ein bisschen Platz. Und dann kann ich euch einmal zeigen, welche Bäume man jetzt hier platzieren kann. Also nicht diese Bäume, die man so pinseln kann, sondern ich meine damit die Bäume, die man selbst platzieren kann. Das sind hier diese. Da war vorher das Baumset, was man auf den Alpin-Karten finden konnte. Das ist Tiger. Auf jeden Fall auf der Kanada-Map. Jetzt wurde das ein wenig angepasst. Jetzt haben wir diese Bäume, die wir so platzieren können. Finde ich auf jeden Fall ein bisschen besser, weil die besser passen zu den anderen Bäumen hier. Da hat man dann auch mal diese coolen Bäume mit diesen Lianen oder Ranken, die darunter hängen. Und auch mit den moosigen Baumstämmen. Das hier sind, glaube ich, noch die ganz normalen, die man vorher auch hatte von der Kanada-Map. Also der hier zum Beispiel oder der. Aber dann gibt es halt auch immer so eine moosige Variante. Aber besonders cool ist halt, sind halt diese Bäume, wo das dann so runterhängt. Also ich bin jetzt nochmal kurz auf die Kanada-Karte gegangen, um euch nochmal den Unterschied zu zeigen. Dieses Baumset gab es halt vorher. Vom Biom her passt natürlich das neue wesentlich besser, aber ich muss sagen, dass mir die verschiedenen Varianten der Büsche und Bäume hier ein bisschen besser gefallen. Gerade weil es hier auch so viele kleinere gibt und auch verschiedene Formen. Solche Büsche haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Das ist echt ein bisschen schade. Also die vermisse ich dann doch. Ja, hier sind halt echt nur so Bäume. Die einzigen bisschen kleineren Bäume, die so ein bisschen als Büsche schon durchgehen würden, sind diese hier. Sind aber auch nicht wirklich Büsche. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen, hätte man zum Beispiel die hier weggelassen, diese hellen, den hellen Stämmen. Sind ja eigentlich genau die gleichen Varianten, nur mit verschiedenen Stämmen. Also hier ist halt kein Moos dran, hier ist Moos dran. Also das wäre cooler gewesen, wäre dann halt der Baum weg und dafür ein kleinerer Busch oder so. Und genauso hier. Und hier der auch. Dann hätte man nämlich noch drei Büsche machen können. Ja, aber ansonsten finde ich es eigentlich ganz cool mit diesen Ranken. Aber die Büsche fehlen mir dann schon. Man hätte ja auch hiervon... Oder hier diese Felsen hätte man auch platzieren können. Oh, das wäre cool gewesen. Oder die Baumstämme. Die wären auch noch nice als Objekte gewesen. Weil die Felsen hier sind leider auch nicht reingekommen. Die kann man hier auch nicht auswählen. Das wäre aber noch nice gewesen. So ein bemoostes Felsset. Oh, die Baumstämme hätte ich mega gefeiert. Die hätte man auch gut machen können. Also zum Beispiel statt diesen Bäumen hier einfach solche umgefallene Baumstämme. Oder halt irgendwie so ein paar Büsche, die dann auch passen. Gibt es sicherlich auch Büsche in dem Set irgendwo. Also die kann man ja, glaube ich, hier platzieren mit dem Pinseltool. Da wäre auf jeden Fall schön gewesen, hätte man dann noch so ein bisschen Varianten gehabt. Gerade von den Größen her, weil die sind halt jetzt alle sehr, sehr groß, die Bäume. Und da kann man die halt auch nicht so gut miteinander kombinieren. Bin ja immer so ein großer Fan davon, wenn man halt... Ich verklick mich hier immer. Aber wenn man halt zum Beispiel verschiedene... Bäume in verschiedenen Größen kombiniert. Das ist hier irgendwie, glaube ich, nicht so einfach bei dem Baumset. Also da eine gute Optik hinzukriegen, ist, glaube ich, etwas schwieriger. Das geht aber auch. Also so schlecht ist es jetzt auch nicht. Aber so ein paar kleinere Büsche hätten dem ganzen Set echt noch gut getan. Aber das war noch nicht alles. Denn wir bekommen auch noch neue Deko-Objekte. Und zwar hier bei dem ja, Industrietab, sage ich mal. Da gibt es nämlich jetzt diese Sachen, die man im Chaos-Theorie-Modus bekommt, um halt diese Dinosaurier-Diebe abzuwehren. Die Flutlichter, ich glaube, das waren die Blendgranaten hier. Dann diese Wärmesensoren und auch diese Türme. Also diese fünf neuen Objekte bekommen wir. Finde ich sehr cool, muss ich sagen. Gerade wenn man dann so eine Forschungsanlage oder so bauen möchte, da sind die ja super passend, die Objekte. Alles optisch sehr cool aus, auch der Turm.
Aber das ist reine Deko. Also das ist jetzt nichts, wo dann irgendwie Gäste oder so reingehen können. Aber es ist trotzdem echt cool, das Objekt. Und das Coole ist halt auch, dass man ja auch Nacht machen kann. Und dann hat man halt eine Beleuchtung durch die Flutlichter. Das sieht halt mega gut aus. Kann man echt gut verwenden. Der Turm hat auch coole Beleuchtung. Ja, die Flutlichter feiere ich mega. Sind echt nice. Von solchen Objekten könnte es ruhig gerne regelmäßig Updates geben, dass wir da neue bekommen. Vielleicht müssen wir echt mal einen Park bei Nacht bauen. Wenn man solche Flutlichter hat, sieht das schon echt irgendwie atmosphärisch aus. Und ich zeige euch hier auch nochmal den Forenpost von dem Update 1.4.4. Und das meiste sind halt wirklich irgendwelche Fixes. Also dass irgendwelche Fehler behoben wurden. Will ich halt jetzt nicht alle mit euch durchgehen. Wenn ihr euch die durchlesen wollt, ich verlinke euch den Beitrag unten in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Das sind halt wirklich sehr, sehr viele Sachen. Aber die interessantesten habe ich euch gerade schon gezeigt. Also es sind halt die neuen Items, die wir halt im Sandkastenmodus verwenden können. Ist eigentlich ein ganz cooles Update. Wie gesagt, wenn ihr es euch nochmal genauer durchlesen wollt, schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich würde mich über ein Like freuen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.